Jubel bei den Anhängern von Kai Buchmann am Sonntagabend in Nordhausen. Der Oberbürgermeister der thüringischen Stadt hat sein Amt in der Stichwahl verteidigt. Mit rund 10 Prozentpunkten Vorsprung ließ der parteilose Kommunalpolitiker seinen Konkurrenten von der AfD, Jörg Prophet, hinter sich. Ja, ich denke, ich freue mich für Nordhausen, dass wir heute noch mal groß in der Presse auftreten, dann wieder nicht und hier ein normales Leben führen in Nordhausen. Und wir sind überglücklich, dass die AfD hier verschissen hat. Wir doch für Demokratie stehen, für Vielfalt, für Vielfalt. Wir sind nicht braun, wir sind nicht Sonneberg, wir sind Nordhausen. In der ersten Wahlrunde vor 2 Wochen hatte Prophet noch mit 42% der Stimmen deutlich vor seinem Konkurrenten gelegen. Zu seiner Niederlage am Sonntag sagte er: Den Reaktionen zufolge, die ich auf der Straße bei den ganzen Infoständen hätte, bei den Veranstaltungen gehabt habe, haben uns eigentlich beflügelt in der subjektiven Wahrnehmung, dass wir eventuell schon eine Mehrheit haben. Das ist nicht der Fall. Das ist aber für uns kein Verlust in dem Sinne, sondern für mich persönlich auch Ansporn, jetzt die nächsten Aufgaben anzugehen und vor allen Dingen die Themen, die wir haben, klarer herauszuarbeiten. Seinem Konkurrenten bot Prophet eine Zusammenarbeit im Stadtrat an. Von einer sogenannten Brandmauer gegen seine vom thüringischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Partei hält der AfD-Kandidat nichts. Ach, wissen Sie, Brandmauern, das sind so Begriffe von Leuten, die von Kommunalpolitik keine Ahnung haben. Wir haben in der letzten Woche verschiedene Ausschüsse gehabt. Wir haben nächste Woche Kreistag, Stadtrat, ich hatte es schon erwähnt. Wir arbeiten permanent zusammen. Mit einem Sieg wäre Prophet der erste AfD-Oberbürgermeister Deutschlands geworden. Im thüringischen Sonneberg war Ende Juni mit Robert Sesselmann der erste AfD-Landrat gewählt worden. 2024 stehen in Thüringen Landtagswahlen an. In aktuellen Umfragen liegt die AfD hierbei vor der Partei Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow, der derzeit mit einem Bündnis aus SPD und Grünen regiert. Dankeschön.